Ich weiß es nicht mehr recht. Wir wollten etwas tun. Vielleicht was mit Waffen hier zu tun? So redest du ständig davon. Es könnte sein, dass wir hier diese Höhle erforschen wollten, weil ich verstehen wollte, warum meine Frau immer hinter diesen Höhlen her ist. Irgendwie so könnte das sein. Das macht in meinem Kopf viel Sinn, ja. Ja, irgendwie. Etwas draußen so heiß, dass wir uns ausgezogen haben? War nicht Ich der hatte Monat dafür. irgendwie den Eindruck, dass irgendwie so ein kleiner Eisbär uns die Kleidung geklaut hat. Es war so ein Bild, aber. Eisbär in Pugnin? Ja, ich weiß das auch nicht. Keine Ahnung. Lasst uns vorangehen. Irgendwo muss diese Höhle enden oder aufhören oder vielleicht fehlt ein Ausgang. Ja, wenn ihr die Treppe vor euch ja, seht, ihr könnt den Laufsteg entlang gehen und diese Spiraltreppe nach unten gehen, die, wie gesagt, ins Nirgendwo führt. Geht und geht und das Klingen von tropfendem Wasser und das Stöhnen und das Weinen wird lauter. Dann könnt ihr sehen, wie unter euch eine Szene der Leidenschaft entsteht. Um euch herum haben unglaublich viele Menschen Sex. Es gibt andere Leute, die daneben stehen und zusehen, begierig sich über die Lippen lecken oder einfach nur die Menschen streicheln, wie sie daneben stehen, sie zusehen, sie bewundern. Größere Gruppen, die sich allesamt irgendwie dazulehnen und die Permutation der Begierde. Eine Frau, die wohl einen anderen Mann küsst, immer und immer wieder küsst, bis ihre Lippen ganz spröde sind und anfangen zu bluten. Eine andere Frau, die ihr erkennen könnt, sie ist wohl gerade fertig mit dem Akt und zieht sich jetzt die Haut ihres Liebhabers an. Was auch immer sie da unten getan hat, aber steigt er jetzt gerade wieder in diesen engen Anzug. In einen Anzug aus Haut. Andere, die sich gerade mit Fleischpeitschen die Haut vom Körper schälen, bis sie sich spaltet. Eine Frau, die ihre männlichen Liebhaber dazu auffordert, sie zieht ihn an den Haaren und reitet sie hart. Eine Orgie. Können wir hier ab? Sind das für Leute? Was ist das für eine Höhle? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine normale Höhle. Sieht dort hinten. Oh. Sie zieht ihrem Liebhaber die Haut ab. Er hat sie angezogen. Nehmen diese Gestalten alle uns wahr oder ist es einfach nur eine Art Bild, was da ist, durch das wir durchwandeln? Also du wirst wahrgenommen, definitiv. Also wirst auch eingeladen, wenn du dann die Treppenstufen zu Ende gegangen bist und dann in dieser Kammer stehst, in dieser nassen, tropfenden, schleimigen Höhle. Als Boden gibt es auch irgendwie. Es fühlt sich alles natürlich an, fühlt sich natürlich, fügt sich ineinander ein. Du wirst dazu eingeladen, mitzumachen. Immerhin bist du doch schon nackt. Ich könnte aber auch erkennen, wie diese fetten Talgkerzen, die in der Luft schweben oder die an einigen schleimigen Pfropfen angebracht sind, werfen dir dieses fluoreszierende Licht in die Luft und an einigen könnt ihr sogar erkennen, wie sie durch den Körper hindurch schimmern, so als ob's. Als ob ihr dann auch die Rippen erkennen könnt, wenn das Licht durch diese Körper hindurch scheint. Hier ist definitiv etwas nicht so, wie es sein sollte. Lasst uns einfach weitergehen. Vielleicht können wir diese Szenerie hinter uns lassen. Wir sollten uns nach Waffen umsehen. Wir sind unbewaffnet. Haben unsere Fäuste aber mir. Aber hier dein erster Blick fällt zu so etwas wie einer Fetischbank. Du kannst da Peitschen erkennen, irgendwelche Spitzen, die leicht rostig sind, aber die man sich definitiv in die Haut rammen könnte oder anderen in die Haut rammen könnte, die man unter die Haut schieben kann. Nun, ich dachte mir an so einen Kerzenständer oder so, wenn es sowas gibt. Kerzenständer kannst du ja auch nehmen. Dann würde ich mir mal so einen schweren Kerzenständer nehmen und
ihn schützend vor mich halten. Ja. Die Kerze auf den Boden werfen natürlich. Ja, es raucht ziemlich stark, wenn dieser fleischliche, als ob es eine Fleischkerze wäre, die dann auf dem nassen Gestein aufschlägt, leicht ausgeht, im alten Blut. Das ist widerlich. Rafim, du kannst erkennen, wie dort wohl Kiara steht. Er hat lange, dunkle, mittlerweile sind sie dunkel, lange dunkle Haare, aber sie sehen unglaublich abgenutzt aus und spröde, verfilzt. Sein ganzes Gesicht klebt vom Blut. So, als ob sein Gesicht ein verbrannter Krater wäre. Schaut er dich an. Ist er wohl gerade dabei, wie er gleich zwei Männer von hinten nimmt. Ich würde mal Karino noch weiter anschauen. Karinor! Was macht ihr? Oh, Karinor, was macht ihr? Abelmir! Schau ihn dir an! Was? Wo? Karinor! Sehe ich Kiras? Ja, du siehst ihn. Das kann nicht sein. Also, ich würde sie niemals zu so etwas hergeben. Also, im Schatten könnt ihr mittlerweile Geräusche hören, als ob dort irgendwas gekaut wird oder Knochen, die geknackt werden. Lasst uns schnell weitergehen. Konzentriert euch auf einen Punkt am Boden oder an der Wand, aber schaut dort nicht hin. Denkt immer daran, die Götter sind mit uns. Nein. Das ist nicht das, was irgendwie etwas Gutes verheißt. Könnt ihr dem schlammigen Weg folgen? Gibt auch mal wieder Kreuzungen, wo ihr nach oben schaut, aber ausgeschildert ist auch wirklich nichts und folgt dann einfach nur eurem Instinkt. Wieder reflektierende Lichter, das Gestöhne, die Schatten, die nicht nur schwarz sind, sondern in verschiedenen Farben dann auf euch fallen, ein Rot oder ein Blau. Und Menschen erkennen mit seltsamer Hautfarbe, entweder Oliv oder komplett weiß, mit ihren roten Augen, als ob es Albinos wären, die sich hier mit ihrer blassen Haut in den großen Augen dann paaren. Und dann steht ihr vor einem Baum. Ein Baum, der hier gewachsen ist, und ihr könnt erkennen, wie dort wohl jemand hängt, den ihr schon kennt. Und ihr wisst nicht genau, warum ihr hier seid, aber das ist wohl das Ziel eurer Reise. Hier hängt an dem Baum aufgeknüpft an einem schwarzen Lederseil Vultura, Shania. Das Lederseil, dieser Riemen hat sich wohl perfekt um ihr Dämonenmal geschlungen, und da kämpft sie wohl gerade mit der Luft. Und vor ihr, an diesem Baum, steht eine Person. Eine Person, die ihr nicht wirklich beschreiben könntet. Sie sieht sehr durchschnittlich aus, nicht unbedingt hübsch. Aber es wird wohl ein Mittelreicher sein, der da vor einem Brettspiel sitzt und euch dazu einlädt, einfach nur mit einer Geste seiner Hand euch zu setzen. Hier für sie. Aber warum? Sollten sie da runternehmen? Willkommen. Ihr seid also gekommen, um sie zu retten? In der Tat. Ein müder Einfall. Wer seid ihr? Ich bin derjenige, dem diese Globule gehört. Der Sklavenfürst. Und nun wollt ihr uns dazu einladen, um ihre Seele zu schachern? Korrekt. Ein Spiel. Wir könnten auch natürlich darum kämpfen, aber ihr habt das abgelehnt. Zumindest den Punin auf dem Platze mit dir zu streiten. Erinnern wir uns wieder daran? Ja, also immer dieser Weg, wie ihr hergekommen seid, fühlt sich einfach nicht richtig an. Es fühlt sich nicht richtig an.
Erinnert euch, also im Schlaf ist es ja eigentlich auch so, dass man irgendwo erwacht und nicht genau weiß, wie man da hingekommen ist, aber es fühlt sich trotzdem natürlich an. Vielleicht schlaft ihr. Ich werfe meinen Blick auf dieses Spielbrett. Was ist das für ein Spiel? Ja, es könnte so eine Art von Würfelspiel. Es wird wohl sicherlich ein Würfelspiel sein, vielleicht mit gezinkten Würfeln. Sagt ihr zumindest gerade nichts. Raffin, flüstere ich ihm zu. Was ist das? Schauen wir das mal an. Das Würfel. Ja, was für ein Würfelspiel treibt man mit diesen so Würfeln? Ich habe keine Ahnung von Würfelspielen. Oh nein. Oh. Ich würde mal jetzt an die Armbrust denken. Ich glaube, es ist ein guter Moment dafür. Ja, schon Monate her, dass dir Boltax? Was ist denn eigentlich mit Boltax? Warum ist der nicht hier? Denkst zurück an die Armbrust. Wie hoch ist seine Magieresistenz mit eisernem Willen? 10. 10. 10. Selbstbeherrschungsprobe. Ja, es gibt so ein leichtes Flackern. So ein leichtes Flackern und du kannst rosa schimmernde Vorhänge erkennen, die hier nicht hergehören. Ich würde mal versuchen, so einen Vorhang anzufassen. Wenn du es versuchst, flackert diese ganze fleischliche Höhle und wieder einmal fühlt es sich nicht richtig an, hier zu sein. Wieder einmal glaubst du, dass es nur ein Traum ist, aber der Traum reißt dich zurück. Du weißt, dass es ein Traum ist, aber du kannst nicht aktiv erwachen. Wir sind in einer Art Traum, Abel mir, und ich würde mal versuchen, diese Vorhänge runterzureißen. Ja, du trittst an den Baum heran und ziehst so ein bisschen an den Füßen von Vultura. So dass sie diese Lederriemen schmerzhaft um ihren Hals weiter schließt und sie wirkt die ganze Zeit sowieso schon. Kannst aber jetzt so ein kleines Lächeln erkennen. Als ob du ihr gerade eine sexuelle Befriedigung erschaffst. Oh. So einfach ist es nicht, Raffim. Setzt euch. Wir spielen hier nach unseren Regeln, nachdem ihr meine gebrochen habt. Nun werden wir eure Regeln wieder brechen müssen, nicht wahr? Versucht es. Boltan, setzt euch. Ich weiß nicht, wie man Boltan spielt. Nehmt 5 Würfel in die Hand. Nein. Ich würde mich auf einen Psychostabilis vorbereiten. Dabei. Dauert 5 Aktionen. Ich würde mich einfach den Mann ignorieren und mich umschauen, ob ich noch irgendwas entdecke, was mir zu verstehen gibt, wo wir hier wirklich sind. Du glaubst wohl, wie der Baum, dieser schwarze, verbrannte und knorrige Baum, ist kurz das Gefühl, als ob das kein Baum ist, sondern ein Golgarit, der dort steht. Würfel mal den Psychostabilis. Würde dafür Zeit lassen. Der Mittelreicher dabei hat sich wohl erhoben. Betrachtet mal den Stuhl vor euch und während Abelmir zu dem Zauber ansetzt, tritt er an Abelmir heran. Da gut. Und so wird er den Psychostabilis auslösen. Er bewirkt eine Stärkung des Selbstbewusstseins um Z4-Punkte, also um diese 4 Punkte, auf meine Magieresistenz. Dieser Zauber wirkt gegen Einfluss, Hellsicht, Herrschaft und Verständigung. Das heißt, wie hoch ist deine Magieresistenz? Dann wäre sie 13. 13? Selbstbeherrschungsprobe? Die Realitätsdichte ist aktuell nur 18. Jetzt mit dreifach 1. Dreifach 1? Die war gut. Wow. Hui. Abelmir, du konzentrierst dich. Du weißt, du bist in einem Traum und du weißt, es ist nicht echt.
Du weißt allerdings, nachdem der Golgarit dir gesagt hat, dass dies echter Schaden und auch echter Tod für dich sein kann, wie das kann dein Ende sein. Aber es ist nur ein Traum. Du hast den Psychostabilis gewirkt und hast die Zayadrun gesprochen. Und während der Mittelreicher neben dir seine dicke Zigarre nimmt und sie dir in das Auge drückt, dir schmerzhaft das Auge ausbrennt, bis es nur noch ein leerer, roter Krater ist. Dein Auge hast du komplett verloren. Du erwachst. Im Tempel. Auf ihm, Ture, ihr könnt erkennen, wie Abelmirs Körper jetzt zusammenbricht, nachdem er die Worte gesprochen hat. Sein Auge ist nur noch ein Krater, ein schwarzes Loch. Guckt er euch an mit seiner Zigarre. Stinkt noch so ein bisschen. Abelmir ist tot. Ich greife ihn an. Gut. Ich möchte da hinrennen und ihn angreifen. Ja, alles klar. Dann würfel mal Initiative. Ich habe. Moment. Ah, 16, 1 wie 6. Da bin ich bei der 21. Gut, du läufst auf ihn zu. Ja. Und er benutzt drei Aktionen pro Kampfrunde. Das sind Kranke, Biss und Schwanz, die er hat. Ich würfel gleich mal alle drei zusammen, dann kannst du gleich mal überlegen, was du parieren willst und was nicht. Alle drei würden treffen. Aber er steht jetzt vor mir und greift mich direkt an. Also du, nee, du greifst ihn an. Das heißt, du läufst auf ihn zu, nachdem, also er hat Abelmir gerade seine Zigarre ins Auge gedrückt. Abelmir hat sein Auge gerade verloren, ist nach hinten zusammengebrochen und ist tot. Abelmir ist einfach tot. Dann bist du jetzt auf ihn zugelaufen, hast damit den Kampf eröffnet. Das heißt, eine Aktion Position, die dir fehlt. Jetzt kommen drei Attacken auf dich zu, du weißt nicht genau, wo sie herkommen. Plötzlich hat er einen Schwanz, er schlägt mit seiner Pranke mit Tentakeln nach dir. Ja, dann kann ich ja eh nur einmal deffen. Genau. Dann deff ich halt einmal. Ja, was willst du deffen? 1, 2, 3, 4? Ist, glaube ich, egal. Das ist die Pranke. Ist gelungen. Ja, du hast. Hast du eine Waffe? Du bist nackt gewesen. Deswegen der Raufen. Ja, okay, gut. So, dann gibt es einmal mit der Pranke. Hast du einen Eisenarm? Ja. So, ich würfel einfach mal 1W6 plus 4. Sind 5 TP von der Pranke. Du hast aber pariert, das ist der halbe Schaden. Wie viel? 3. Nochmal geviertelt, weil das Eisenarm ist, sind 2 Schaden. Und das heißt, du bekommst 2 TP von seiner Tentakelpranke, dann beißt er dich. Auch gelungen, 2W6 plus 2. Sind nur 5 TP. Ich würfel da gerade mal die Trefferzone, rechtes Bein. Du bist aber nackt. Ich glaube, deswegen ist egal. 5 TP nochmal streichen. Und der Schwanz, der dich trifft für 1W6 plus 2, sind 8 TP. Ja. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Warte mal. 14. Was möchte Ture derweil tun? Du siehst, wie Abelmir tot schon ist und Rafim jetzt angreift. Ich habe die Worte von Abelmir noch beziehungsweise die. Ich habe jetzt mehrfach gehört, dass es sich hierbei nur um einen Traum handelt. Ja. So. Es fühlt sich auch nicht richtig an. Also, es könnte ein Traum sein. Fühlt sich aber alles echt an. Dann rufe ich nur ganz laut: Rafim, lass ihn! Das ist nicht real! Das ist nicht real! Hör auf! Ich versuche ihn irgendwie, überreden. Zu besänftigen, dass er halt vom Kampf ablässt. Ja, entweder Heilkunde Seele oder überreden. Dann nehme ich überreden. 3W20. Dann kannst du mir mal deine Erfolgsgrade nennen. Ja, einen Augenblick. Ich muss gerade gucken, wo ich das denn da. Ach, da habe ich es. Gut, wunderbar. Gute Probe. Das sind 3. Qualitätsstufe 3 wäre das. No, nicht so viel. Rafim, hast du irgendwelche schlechten Eigenschaften? Ah. Arroganz 7 und Goldgier 5. Boah. Kannst du jetzt selber überlegen, ob du ihm das glaubst.
Ja, ja, ich weiß ja, dass es ein Traum ist. Das ändert nur nichts daran, dass der Typ gerade Abel mir umgebracht hat. Ja, richtig. Ja, richtig. Ich greife den an. Gut, dann greif an. Nächste Kampfrunde, er war mit seinen durch. Ich zieh vor, ich greife dich dreimal an. Ja. Das ist einmal getroffen mit seinem Biss. Ja, ich pariere halt einmal. Ja, es pariert. Dann hast du noch eine Attacke. Doppelschlag. 11. Schaden. 5 von 5. Muss gerade mal gucken. Rüstungsschutz. Dann bekommt er 4 und 4. Und die halt nächste Ausdauer, Kampfrunde. Ne? Ja, genau. Nächste Kampfrunde ist fertig. Möchte Ture weiter irgendwas tun? Oder steht immer noch das Spiel? Ich guck mir das Spiel. Guck mir das Spiel an, während die beiden kämpfen. Ja, Boltan, Würfelbrett. Vor euch liegen jeweils Würfelbecher mit darin enthalten 5 Knochenwürfel, 6-seitige Knochenwürfel. Hat dieser Mittelreicher schon gewürfelt? Nein, noch nicht. 3, 2. Ich würfel. Ich schnapp mir meinen Würfelbecher und würfel. Gut, Brett- und Kartenspiel. Hast du? Die Sache ist, das wäre eigentlich ein. Also, es ist eigentlich ein Berufsgeheimnis in 5, aber naja. Worauf wird das sonst gewürfelt? Ich kann Brett- und Glücksspiel, kann ich würfeln, ja. Ja, Brett- und, Brett- und Glücksspiel, ja, genau. Das, was ich nicht gut kann, okay. Habe ich mir schon gedacht, dass ihr das nicht könnt. Das ist gelungen. Ja, und zwar mit einer Qualitätsstufe von 3. 3? Mhm. Wie viel hast du denn da drin? Ich habe einen Wert von 2 da drin und ich habe die 11 und die 12 gehen auf meine Klugheit, die 15 ist. Ja, aber die Punkte kannst du ja nicht übrig behalten. Also du kannst ja maximal so viel ansammeln, wie dein THW ist. Warte. Was kriege ich jetzt gerade durcheinander? Ja, gut, hast recht. Also, dann sind es nicht 2, dann ist der ist die Qualitätsstufe 1. Ja. Genau, Qualitätsstufe ist 1. Gut, dann nimm mal bitte den W6 und zwar 5-mal und dann kannst du 5 W6 würfeln. Gut, deine Summe ist 18. Ja, reicht. Dann hast du gewürfelt. Ich muss mal gerade überlegen. Rafim hatte schon geraucht. Ich hatte schon angegriffen. Nächste Kampfrunde ist dran. Ich habe die höchste Initiative. Dann werde ich 2-mal Rafim angreifen und mit einer Aktion würfeln. Ich greife erstmal Rafim an. 2-mal getroffen. Ich pariere einmal und greife einmal gegen an. Tentakel, Pranke und der Biss. Parade ist gelungen. Dann welchen möchtest du abziehen? Immer das erste. Immer das erste, gut. Dann kriegst du noch 2 W6 plus 2 sind 9 TP. 9 TP durch den Biss. Dann kannst du nochmal angreifen. Mach wieder ein 19. Ja, ich habe Treffen. Misslungen, genau, nicht getroffen. War das irgendwie ein Zusatzangriff? Ja, ne? Ja, Doppelschlag. Doppelschlag. Und dann kommt meine Brett- und Kartenspielenprobe. Die ist gelungen. Dann würfel ich meine 5, 4, 6. 19. Und ich drehe zusätzlich eine 2 auf die 3. Damit bin ich bei 20. Und habe dich besiegt. Ture, du bekommst 19 halbe sind 10. 10 Trefferpunkte. 10 Trefferpunkte Schaden. Ja, ich krümm mich plötzlich vor Schmerzen und breche in die Knie. Aber meine Finger umschließen noch immer den Würfelbecher.
Ja, Rafim, du hast es gesehen, wie er wohl sich nicht ganz darauf konzentriert hat. Du hattest ihn mit einem Doppelschlag angegriffen. Er ist dann wohl ziemlich flink ausgewichen, deswegen hast du ihn nicht getroffen. Hat sich dann tatsächlich mit seinem Würfelbecher ziemlich auf dieses eine kurze Spiel konzentriert. Und während er den Würfelbecher abgehoben hat, hast du wohl gesehen, in einer kleinen Sekunde, wie wohl der eine Würfel, wie er ihn dann mit seinem kleinen Finger von der 2 auf die 3 drehte. Und daraufhin brach Tore neben dir so ein bisschen zusammen. Nächste Kampfrunde. Ja, ich würde mit meinen freien Aktionwörtern sagen, er betrügt dich. Ihn hauen. Möchtest du Klugheit würfeln? Nö. Ihn hauen. Also, dann hau ihn. Möchte er mich zuerst hauen, oder? Nö, du darfst als erstes. Okay. Ja, ich greife nur normal an, weil... Ja, ist noch um den Doppelschlag erschwert. Ja, richtig. Das reicht aber gerade so? Nee, das reicht nicht. Reicht nicht? Ah, nee, doch. Doch reicht. Ist um 4 erschwert und bist du genau auf der 17. Ja. Immerhin. Sehr gut. 9 halbe sind 8, sind 4 Trefferpunkte. Auf den Schildarm. So, dann, wenn... Ture darf als erstes würfeln. Wieder deine Bretto-Karte-Probe. Gut, ich spreche auf mich allerdings vorher den kleinen Glückssegen. Aha, sehr gut. Mit dem kleinen Glückssegen kann ich mir einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt erholen oder beziehungsweise zur Not mache ich mich auch bereit, gleich meine Schicksalspunkte einzusetzen. Mhm. 20 ja. Neuwürfe? Ich schipp das. Ja. Ich mach neu. Ein Schippi hast du bei mir. Gut, dann werde ich diesen einen einsetzen. Dann einmal die 20 neu. 13. Damit ist das gelungen. Ein Fertigkeitspunkt und ich kaufe mir, dadurch, dass ich den Glückssegen habe, einen Fertigkeitspunkt mehr dazu. Ich würde einfach mal sagen, würfel einfach die 5 für 6. Und kannst du danach nochmal komplett würfeln. Oder die ganze Probe. Wir behandeln es einfach wie einen ganz normalen. Okay, gut. Dann die 5, 4, 6. 20. Willst du eine 3 neu würfeln? Ja, eine 3 würfel ich neu. Statistisch könnte das helfen. Ach, doch. 22. Dann sind wir bei der 22. Gut, dann greife ich einmal Rafim an. Und zwar 1-2. Nee, nicht dreimal. Zweimal. Einer ist gelungen. Du hast noch eine Parade. Das ist geschafft. Dann würfel ich meine Brett- und Kartenspielprobe. Das ist auch gelungen, aber nicht so gut. Trotzdem darf ich einen Würfel drehen. 21 und ich möchte die 1 auf die 2 drehen. Damit bekommen wir beide Schaden. Du bekommst 11 und ich bekomme 11. Ja, ich bin noch immer auf den Knien. Ich habe noch genau 10. Okay. Ich huste Blut. Genau. Bespritzt das Boltanfeld vor dir. Und kleine rote, schleimige Bröckchen, die sich aus deiner Lunge lösen.